Unique. Wie kann ich anders sein und mich trotzdem akzeptieren? Sehr geehrte Jury, sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich heiße Luisa Flicker, bin 16 Jahre alt und eine Schülerin des bilingualen Realgymnasiums Komenski in Wien. Heute widme ich meine Rede dem Thema Unique, jede Geschichte zählt. Vážená porodu, vážení posluchači. Jmenuji se Luisa Flicker, je mi 16 let a navštěvuji bilingvální reálné gymnázium Komenský ve Vídni. Dnes jsem si vybrala Unique, každý příběh má význam, jako mé hlavní téma. Unique, einzigartig. Was bedeutet es, einzigartig zu sein? Aus meiner Perspektive sind wir alle auf unsere eigene Art und Weise einzigartig. Es gibt keine zwei gleichen Augen, keine zwei gleichen Fingerabdrücke, keine zwei gleichen Gesichtsausdrücke, so wie es eben auf dieser ganzen Welt keine zwei gleichen Menschen gibt. Trotzdem versuchen wir uns anzupassen und verfallen in die gleichen Denkschubladen und denken, anders wäre gleich schlecht. Was hindert uns also daran, unsere Einzigartigkeit tatsächlich auszuleben? Býti unikátem, býti jedinečným. O to se mnozí snaží usilovně po celý svůj život. I když z mého pohledu být unikátem je jednoduché. Stačí být pouze sám sebou. Nikdo na tomto světě nemá stejný smysl pro humor, stejné pocity, anebo stejný pohled na svět, jako máš právě ty. Všichni se od ostatních lišíme. Tak proč se to snažíme nějak zamaskovat? Vorurteil. Wenn ich als Mann weine, werden sie denken, ich bin schwach. Und wenn ich als Frau einen Ausschnitt trage, werden sie denken, ich bin zu freizügig angezogen. Schon von klein auf werden wir von vielen Vorurteilen konfrontiert. In unserer Familie, unserer Umgebung oder in den Medien. Wir können diese Gedanken oft gar nicht mehr beeinflussen. Sie kommen schon automatisch. Doch wenn wir weiterhin diese voreingenommenen Meinungen, die wir in unseren Köpfen bilden, von Generation zu Generation weitergeben, dann endet der Teufelskreis nie. Er wird nie enden, wenn wir weiter Menschen beurteilen, ohne sie zu kennen. Wir können den Kreis nur durchbrechen, wenn wir uns von alten Vorstellungen und Vorurteilen befreien und anstattdessen unsere eigenen Erfahrungen als Maßstab unseres Handels und Denkens haben und diese auch weitergeben. Tam ten Asiat v metru, tak ten má určitě koronavirus. A ta paní, ta je oblečená jako štětka. A tam ten pán, ten cizinec, to je určitě zloděj. Často náš mozek tyto názory tvoří dřív, než si to vůbec uvědomíme. Ani já nemohu říct, že by se mi nikdy taková myšlenka do hlavy nevloudila. Na čem ale podle mě záleží, jestli necháme tyto první představy o člověku ovlivnit náš celý názor o něm, anebo jestli na základě našich vlastních zkušeností dokážeme jednat zcela bez předsudků. Vielleicht denkt sich jetzt einer von Ihnen. Wieso widmet dieses österreichische, normal aussehende Mädchen schon ihre zweite Rede dieser Message? Und das ist einfach. Ich widme meine Rede dem Thema Unique, jede Geschichte zählt, weil ich zwar Österreicherin bin, aber meine Mutter Tschechin ist und ich schon seit Geburt an mit ihr und meinen Freunden Tschechisch rede. Mich beschäftigt dieses Thema deshalb, weil ich es lächerlich finde, dass ich dumme Blicke an der Öffentlichkeit kriege, wenn ich meine Muttersprache rede. Weil ich es lächerlich finde, dass sich ein Fremder erlaubt, mir zu sagen, dass wir in Österreich sind und ich die Pflicht habe, Deutsch zu reden. Und ich rede deshalb über Gleichberechtigung und Einzigartigkeit, weil ich eine feste Freundin habe und mir früher pausenlos Gedanken darüber gemacht habe, ob das akzeptiert wird. Darf ich sie jetzt küssen oder schaut uns jemand zu? Und wenn ich sie jetzt an der Hand halte, was werden
meine Lehrer und Mitschüler denken. Děláme si hlavu, jestli budeme někdy akceptováni takový, jací jsme. A proto se často skrýváme a přizpůsobujeme. Abychom se jako společnost posunuli dál, musíme ukázat světu, že ho neakceptujeme takový, jaký je. A že odmítáme žít ve světě plném předsudků a lží. A tento první krok se snažím udělat i já. Právě teď. Jsem sice Rakušanka, ale mluvím česky. A mám také přítelkyni. Možná na první pohled vypadám jako všichni ostatní. A v mé minulé řeči jsem podotkla, že se tak často i cítím. Přece jenom jsem jiná. A být jiný není špatné. Und genau deshalb schätze ich Organisationen wie SAGS Multi sehr, weil sie die Individualität aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen fördern. Hier ist es egal, ob man seine Rede auf Tschechisch, Chinesisch oder Türkisch hält. Alle werden gleich beurteilt. Hier liegt der Sinn darin, die Einzigartigkeit aller Bewerber zu fördern. Ihnen eine Stimme zu geben und zu hören, was sie zu sagen haben. Und genau deshalb möchte ich hiermit meine Stimme heben und direkt die Jury und alle Zuhörer und Zuhörerinnen ansprechen. Jeder von uns ist anders. Einer von Ihnen hat vielleicht einen auffälligeren Kleidungsstil, spricht eine andere Sprache oder ist in einem anderen Land geboren. Und das ist gut so. Chci být hlasem pro všechny ty, kteří se někdy báli ukázat společnosti své pravé já. Pro všechny, kteří jsou jiní, ale i pro ty, kteří jsou stejní. A i pro sebe. Být sama svojí inspirací, protože jsem také nejprve váhala, jestli bych se této soutěže měla vůbec účastnit. Teď tu ale stojím a jsem vděčná za to, že mohu mluvit o tom, na čem mi záleží. A to je o diverzitě. Es ist wichtig, dass wir alle verschieden sind, denn wir sind alle nur einmal auf dieser Welt. Und es wäre schade, wenn wir uns verstecken würden, anstatt uns so zu präsentieren, wie wir sind. Hoffentlich gebe ich mit meiner Rede nicht nur mir, sondern auch Ihnen Mut, sich so zu zeigen, wie man ist. Und selbst, wie Gandhi es gesagt hat, die Veränderung zu sein, die man sich wünscht für diese Welt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Děkuji za pozornost.